Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Farming Simulator 2019. Ja, ihr seht schon, wir haben ein bisschen mehr Geld. Ich habe ein bisschen die Zeit auf, ihr seht es, auf 1 runtergestellt und habe die ganze Zeit Aufträge gemacht. Das ist ja dank dem Mod, den ich installiert habe, für Aufträge relativ easy. Also hier habe ich relativ wenig zu tun. Was ich gerne machen würde, mir eine Kettensäge kaufen und einmal die ganzen Bäume hier niedermähen. Und ja, die mal in Holz verwandeln oder sowas. Einfach ein bisschen mehr Freiraum schaffen für unsere zukünftigen Projekte oder Umbauten. Aber da schauen wir mal, wie das funktioniert. Was ist denn das? Ah ja, stimmt, ich habe noch ein paar Sachen installiert. Was kann ich hier machen? Füllstation kaufen. Möchtest du 4000 an Wasserleitung legen und schaffen? Oh, ja, das holen wir uns mal. Der lokale Klempner wird um 6 Uhr ankommen und ihre neue Farming Innovation Füllstation zu installieren. Die Installation wird in 10 Stunden abgeschlossen sein. Überprüfe den Baufortschritt. Okay. Ich habe jetzt sau viel installiert, das habe ich immer vergessen zu sagen. Ich habe irgendwie das Global Company Complete Pack jetzt drin. Also extrem viel Sachen. Weil wir können auch mal gucken. Nee, da wollte ich nicht hin. Ihr seht schon wieder. Ich kann hier unten dauernd aktualisieren, deswegen kriege ich auch immer neue Aufträge. Und das sind so viele Sachen immer. Weil die bringen halt auch nicht so viel. Jetzt musst du überlegen, ich tue meistens aktualisieren, bis irgendwelche 10.000er da sind. Und dann mache ich die hier wieder, zum Beispiel sowas wäre wieder eine Aufgabe. Aber das ist ewig lang und nervig. Deswegen habe ich die Zeit runterdreht einfach, damit nicht auf einmal irgendwas sich hier oben verpasst zum Beispiel. Aber ich wollte hier reinschauen. Global Company. Mittleres Lager. Produktionshalle mit Lager. Im Vorderbereich hat es einen Platz für eine Produktionsmaschine. Kann man da... What the fuck, wir brauchen irgendwann so viel Geld, wenn wir das Ganze ausprobieren. What the fuck ist das denn? Oha. Großes. Schaut, das ist so. Ist das ein. Nee, wollte schon sagen. Wenn es ein offenes Lager ist, würde ich mich hier einkacken. Das ist ein mittleres Lager. Alter, das kommt gefühlt mir gleich groß vor. Produktionslagerhalle. Alter, warte. Hofladen. Im Hofladen können alle Produktionsprodukte verkauft werden. Also auch wahrscheinlich. Ding, oder? Im Trockner kann Luzernenheu hergestellt werden. Okay. Hochsilo. Im Hochsilo kann Luzerne Silage hergestellt werden. What the fuck? Erweitern Sie die Kapazität in deinem Stall. Muss in der Nähe eines Stalls platziert werden. What the fuck? Güllelager. Erweitern trocknet Grasballen zu Heuballen. Also können wir zum Beispiel Gras jetzt zu Heu verwandeln. Trocknet Grasballen zu Heuballen. Was ist das? BGA mit Grimme Beatbeater. Okay. Ich hab mir gedacht, die Silage geht aus Kleetrockner. Alter, was? Was hat denn da alles installiert? Hochsilo. Und ja, ich habe absolut keinen Plan, was ich da installiert habe. Was ist das? In dem Lager können Standardfrüchte und Früchte von Mais Plus gelagert werden. CCM-Mühle. Eine Maismühle stellt 120 CCM-Rohmasse aus Mais her. Zimmerose kann im Silos zu CCM siliert werden und kann als Schweineschuh. CCM-Verkaufsstation klein. Boah. Alter, what the fuck gibt's jetzt alles? Seedmaker. Kartoffelsortieranlage. Kartoffelwaschanlage. What? Genau, das ist ja Bienchen. Bienchen haben. Apropos Bienchen. Bienchen. Wie geht mein Bienchen? Ich kann mal die Zeit in den hochdrehen. Ich werde jetzt dann auch wahrscheinlich hoffentlich. Ich werde zwar nicht wirklich viel bis zur nächsten Mission schaffen, aber ich habe die hier auch aufgefüllt. Honigwaben leer ist eine weg. Kann ich dann. Warte mal, wenn ich jetzt hier eben. Ich habe hier noch eine blöde rumliegen, ne? X. Kann ich eine leere. Nee, das. Jetzt ist es voll, wieder komplett voll. What? Produktionsmenü öffnen. Also, Bienen 400 Stück. Und hier die Honigwaben voll. Wie nimmt man die Honigwaben voll denn da bitte schon raus? Null Paletten erzeugen. Maximum, Minimum. Ah, da kann ich dann einstellen, wie viel ich sage. Ich kann bis zu 14 Stück da rein tun.
Und da sind auch für. Aha. Okidoki, verstanden. So, aber dann brauchen wir. Boah, das wird ja anstrengend. Genau, hin. Zylindrische Boller sind additional. Genau, das ist das BGA-Bausystem. Wo waren das dann für die Bienen? War das in der Global Company? War das hier? Ne, hier war ja auch nichts. Obstbäume? War das unter andere Sache? Im Karaibetrieb. Da. Honigschleuder. Und das braucht man. Und dann braucht man eine Honigabfüllanlage. Also die zwei Sachen müssten wir uns. Das holen wir jetzt schon mal. Scheiß drauf, ich will es ausprobieren. Hauptfarbe. Juhu, ich kann es wieder färben. Wie schaut das Ding schwarz? Oh, böse. Gelb. Ja, gelb nicht mehr. Bienen sind gelb, also Honig ist gelb, also kaufen wir so. Und dann brauchen wir noch die Honigschleuder. Mit der habe ich schon in echt auch mal gearbeitet. Honigschleuder ist cool. Wenn da so der Honig rausgedrückt wird. Das ist schon eine geile Sache, muss man schon lassen kaufen. Ja. Ich hoffe mal, dass Honig wenigstens, also im Vergleich, gutes Geld bringt. So, dann geben wir unseren kleinen Meridianer hier. Was er jetzt wollte. Nicht böse. Geht's runter in die City. Ja, so. Wir müssen hier aber ein bisschen, sagen wir mal, auffüllen wieder den Stand der Dinge. Weil es ist ja relativ ruhig, aber wir haben auch noch nicht, sagen wir mal, die Größe erreicht, die wir brauchen. Das versuche ich jetzt halt immer off. Wow. Offline ein bisschen zu kriegen, bis wir eine schöne große Sache. War klar. Ich würde nicht gerne auch wieder mit den Bäumen investieren, aber vor allem mag ich das Strohpaletten und die ganzen Sachen ausprobieren. Aber wie gesagt, dafür brauchen wir ein bisschen Kohle. Bisschen ist gut gesagt. Deswegen müssen wir mal in lukrative Sachen einstellen und das gleich sollten wir unten auf dem Feld dann machen. Also mehrere Felder in Zukunft mal kaufen und dafür muss ich wieder viel Missionen machen und viel Geld verdienen. Was Zeit braucht. Ja, ja. So, okay. Was? Holy shit. Schwebt das Ding? Ich glaube, das hat damit was zu tun, dass es einem anderen Stand steckt. Aber ich kann es nehmen. Wollte gerade sagen, da ist noch irgendwas anderes mitgeflogen. Oh ja, wir kriegen das jetzt alles mit. Das wird schon irgendwie halten. Jo, schau, passt. Easy. Ich bin gespannt, wie das funktioniert, ganz ehrlich. Auf den Honig bin ich richtig gespannt, weil wir haben eine Honigschleuder. Bedeutet, da kommt der Honig raus. Ich tu mal die Zeit nicht mehr vorstellen. Dann warte mal so rum. Einfach ein bisschen Gas geben mal. Wow. Vorsichtig. Darf nicht zu tief, weil das gilt als Collider. Das ist ganz böse. Das ist hier ganz, ganz böse. So. Um die Kurve rum. Also wenn so jemand auf der Straße rumfahren würde, würde ich sagen, der ist bescheuert. Aber okay. Ja, das bin aber auch nur ich. Der so rumfährt. Und wir stellen es einfach gegenüber auf zum Testen. Aber wie konnte die Spanngurte lösen? So. Und ich würde hier auch gerne mal die Spanngurte lösen. Geht das auch mit L? Oh ja, schön. So, okay, bedeutet, wir holen uns jetzt erstmal. Wird schon irgendwie kloppen. So, und dann haben wir noch die Verarbeiter. Vielleicht sollte ich da umdrehen. Empty Honey Box. Okay, also da kommen wahrscheinlich diese Honigboxen rein, oder? Die ich natürlich schlauerweise nach da unten gepackt habe. Okay, jetzt sind da 8 drin. Und wie funktionierst du?
Ah, da krieg ich wahrscheinlich Honig. What the fuck, wo waren da? Da war gerade irgendwo ganz... Ah, hier ist ein Honig-Trigger. Honig, Honigwaben. Okay. Ist hier schon was passiert? Ja, ein Stück, okay. Maximum erzeugen. Honigwabe voll. Rein da, komm. Hopp. Nimm es. Bin ich jetzt doof? Nee, warte mal, das ist Auto. Deck. Achso, Deckel öffnen. Oh mein Gott. Das war's fix die ganze Zeit. Okay, und jetzt kann ich wahrscheinlich Deckel schließen. Produktionsmenü öffnen. Honigwaben, Maximum. Jetzt habe ich eine leer. Oh, das. Aber es ist wieder. Also bedeutet, du musst eigentlich nur schauen, dass du Bienen immer kaufst wahrscheinlich. Weil die Bienen dir dann wahrscheinlich irgendwo ausgehen. Und jetzt muss ich. Was mache ich mit dem Honig? Automatisch. Hm. 40 Liter. 5 Liter habe ich. Habe ich irgendwas vergessen zu kaufen? Irgendwas hätte fix vergessen zu kaufen, oder? Bienen, Honigboxen. Ah, warte mal. Wahrscheinlich brauche ich hier so ein Produktionsteil hier. Flüssigkeiten gelagert werden. Ich hole mal so ein... konfigurieren. Das ist doch sicher so ein Einmal, den ich benötige, oder? Aber sowas von safe. Huch, jetzt ist schon Nacht. Wie viel ist die schon? Okay, so viel bringt die das auch nicht. Wir koppeln mal ab. Ab wieder nach unten in die City. Weil ich versuche jetzt am Wochenende, beziehungsweise bis Ende der Woche, weil morgen habe ich noch einen Test. Oder einen Tag nachdem ihr dieses Video seht, oder einen Tag bevor ihr diesen, einen Tag vor diesem Video, bevor, oder einen Tag. Also an dem Veröffentlichungstag, einen Tag davor hatte ich eine Prüfung. Und danach versuche ich jetzt aktuell sozusagen hier noch ein bisschen vorzuarbeiten. Ich muss noch 4 Videos für Schlachten mit Erde drehen, 6 KSP-Videos und 2 Farming-Simulator-Videos, da ich circa eine Woche nicht Videos aufnehmen kann, weil ich unterwegs bin, beziehungsweise nicht unbedingt an meinen Rechner komme. Was natürlich bedeutet, ich will für euch vorproduzieren, weil ich will euch nicht enttäuschen. Und deswegen muss vorproduziert werden. Und da muss ich jetzt Gas geben, vor allem Farming-Simulator muss ich genug herankriegen, damit wir für 2 Folgen genug haben, weil das eigentlich hätte ich nicht mal so viel Kohle sammeln müssen, gerade für das scheiß Honigwaben-Video, aber das ist mir gerade wieder so eingefallen. Ich war so konzentriert, während ich jetzt die ganze Zeit gearbeitet oder das Geld gemacht habe, dass ich geschaut habe, dass wir möglichst viel kriegen für irgendein cooles Projekt. Bis mir eingefallen ist, hey, wir können uns die ganzen Honigsachen scheiße jetzt leisten, wir können jetzt einmal ausprobieren und schauen, wie das da rauskommt. Die Frage ist eher, wo verkauft man den Honig? Im Hofladen! No way, stimmt, das haben wir auch noch. Hello, my friends. I'm back again. So, okay, warte mal. Ja, so. Und jetzt nehme ich diesen Eimer. Und ich wette, ich kann den hier drunter. Fünf Liter. Hä? Was ist jetzt passiert? Produktionsstand. Die ist 50% voll. 8 von 16. Ah. Honigboxen, da können 16 Gläser rein. Also ich kann immer eine volle Box hin.
Bedeutet, wir brauchen rein theoretisch noch... Ah, ich kann die wahrscheinlich jetzt auch hier wieder reinpacken. Genau. Und ich kann mir wieder eine auslernen. Dann tun wir die, wenn wir hier vorne offen hätten. Warte mal. Hier muss ich ja wieder aufmachen. Das ging, nee, das ging mit X. Deckel öffnen. Wir stellen mal den Eimer drunter. Finde ich cool, das ist cool. Und dann geht hier der Honig rein. Zack, 5 Liter. Den schütte ich hier drüben rein. Und dann stelle ich den Eimer wieder hier drunter. Mache hier natürlich wieder den Deckel zu. Und dann würde ich gerne verstehen, warum hier nichts passiert. Warum passiert hier nichts? Hier sind 5 Liter drin. Genau gleich viel wie davor. Maximum. Ah, eine Palette kann ich erzeugen. Okay, das sind jetzt 100% Honig-Production. Au, eine Palette hat 8 Liter. 5 Liter. Bedeutet, ich kann insgesamt viel auffüllen. Aber ich müsste hier eigentlich noch, warte mal. Du hast noch was für mich, mein Freund. Und zwar eine Palette. Wo ist meine Palette? Da ist meine Palette. Palette bleibt da. Palette hört sich so ein bisschen an wie Paluten. So, machen wir hier auch zu. Das ist cool. Bedeutet, wir müssen nur herausfinden, wenn man hier verkaufen. Du kannst ja Eier auch verkaufen. Das geht im Supermarkt. Wo kann man Honig verkaufen? Ich sehe gar keinen Honig drin. Was ist dann der Honig? CCM und Mehle. Premium-Kartoffeln und gewaschene Kartoffeln. Premium-Kartoffeln bringen 700. Uff. Aber sehr interessant. Aber warte mal. Brauche ich dann einen Hofladen dafür, dass ich den Scheiß verkaufen kann? Das wäre ja mega der Plot-Twist. Warte mal. Ich kurz, was fällt denn das Diverses? Wo habe ich denn das vorhin gefunden? Herrgottszeiten. Aber wahrscheinlich hier unterm Hofladen, oder? Können alle Produktionsprodukte verkauft werden. 15.000. Komm, das gönnen wir uns jetzt mal. Das stellen wir hier vorne. Wir müssen da an den Eingang. Scheiße, warte mal. Kann ich das drehen? Oh ja. Oh, bewegt sich. So, Hofladen. Ich will schauen, ob ich da das verkaufen kann. Das interessiert mich jetzt. Ich mach das Geld eh wieder rein. Das müsst ihr ja nicht mal miterleben. Aber... kann ich hier meinen Honig verkaufen? Hallöchen. Warte mal, die Tür ist nicht offen. Türe öffnen. Was hat er jetzt gemacht? Kann ich hier Licht an? Oh. Hell. So. Übersicht. Honig aktiv. Eine Stunde. Produktionsaktivität 1 Liter pro Stunde. Wer tuckert denn hier lang? Ah, schick, das wird voll hell beleuchtet und alles. Alter, schaut nice aus. Schaut irgendwie nice aus. Wir haben Hofladen jetzt. Cool. Dich ist nice, das ist nice. Ja, ja. Eine ganz tolle Sache. Was kann man denn da sonst noch verkaufen? Aber wahrscheinlich kann ich da so ziemlich alles verkaufen, was da reinpasst, oder? Mach mal, das kann ich doch nachschauen. Mach mal die Tür zu. Mach mal die Tür zu und dann machen wir Honig, Äpfel, Kirschen, Birnen, Pflaumen. Okay. Aber im 80 Gläser können hier rein. Da brauchst du eine ordentliche Honigproduktion, du.
Aber Leute, ich würde sagen, dann war es das auch damit. Ich werde mich wahrscheinlich in der Zwischenzeit ein bisschen wieder mit Sachen beschäftigen und dann werden wir beim nächsten Mal vielleicht ein paar neue Felder kaufen oder sowas oder vielleicht ein paar Felder kaufen, wo wir ein bisschen was ausprobieren können. Ich weiß es nicht, sowas fand ich ja natürlich auch cool. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.